Auf einen Augenblick, liebe Zuschauer aus Lippotsberg, dem Wesertal und anderswo. Wir stehen vor einem Teil der Energieversorgung des Ortes. Die Nonnen haben vor 800 Jahren einen Graben anlegen lassen, der Wasser von der Schwülme hierher ans Kloster führte. Es ging dabei auch um Energie. Die langweilige Arbeit des Mahlens durch die Wasserkraft erledigen zu lassen. Heute lassen Sie sich nicht täuschen von dem geringen Rinnsal hinter mir. Das meiste Wasser fließt durch dieses Kraftwerk und betreibt dort eine Turbine. Moderne Energieversorgung ohne Emissionen und ohne strahlende Atomkraft. Etwas, von dem es mehr geben müsste. Vor 10 Jahren explodierte in Japan in Fukushima ein Kernreaktor und löste eine weltweite Betroffenheit aus. Die Medien haben in den letzten Tagen darüber berichtet. Hier in Deutschland traf man die Entscheidung, aus der unberechenbaren Atomenergieversorgung auszutreten. Hier im Wesertal war das schon auf dem Weg. Denn hier gab es in Würgassen seit 1971 das erste kommerziell betriebene Atomkraftwerk in Deutschland. Nach einigen Störfällen und auch dem Austritt radioaktiven Materials aus Leckagen wurde der Betrieb 1997 endgültig eingestellt und es begann eine langwierige und teure Zeit des Rückbaus. Die Demontage des Atomkraftwerks wurde von der Bevölkerung mit Erleichterung aufgenommen, auch wenn zunächst noch die leicht und mittelschwer verstrahlten Abfälle in 2 Zwischenlagern dort eingelagert wurden, weil man einfach nicht wusste, wohin damit. Versuche, solche Abfälle in der Schachtanlage Asse einzulagern, wurden zum Desaster, weil es zu einem Wassereinbruch kam und Container aufrosteten, Radioaktivität frei wurde. Jetzt hat man in der Nähe von Salzgitter den Schacht Konrad zu einem Endlager für solche Abfälle ausgebaut und Würgassen soll wieder in Dienst genommen werden für die Probleme der Atompolitik. Hier soll ein Logistikzentrum LOK entstehen. Es gibt, glaube ich, Leute, die gut dafür bezahlt werden, sich solche weichgespülten Ausdrücke auszudenken, wie Entsorgung, Entsorgungspark oder eben Logistikzentrum. Das klingt nach einem Verteiler, wie man ihn von DHL oder Edeka an den Autobahnen kennt. Hier aber geht es um einen Umschlagplatz für radioaktiven Müll. Aus der ganzen Bundesrepublik sollen in Würgassen leicht und mittelschwer verstrahlte Abfälle angefahren werden, sortiert werden, zum Teil eingelagert, bis sie dann Stück für Stück in die Schachtanlage Konrad überführt werden. Das bedeutet für unsere Region Tausende von Gefahrguttransporten über Jahrzehnte hinweg, mit all den Gefahren, die auf Schiene oder Straße damit verbunden sind. Seit 60 Jahren hat man die Frage der Endlagerung nicht wirklich gelöst. Jetzt aber soll alles ganz schnell gehen, wie eine Broschüre immer wieder betont, die in den letzten Tagen in die Briefkästen rund um Würgassen geworfen wurde. Dass es der Bundesregierung ernst ist mit der Geschwindigkeit,
Das zeigt vor allem der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pläne. Denn am 6. März letzten Jahres wurde erstmals von dem Logistikzentrum öffentlich erzählt. Exakt zum Beginn der Corona-Pandemie. Die Einschränkungen, unter denen wir seither lebten, machten es für kritische Bürger schwer, sich zu treffen und Protestaktionen mit Live-Präsenz zu organisieren. Ich kann die Bundesregierung sogar verstehen, dass man versucht, das möglichst schnell und ohne große Debatten über die Bühne zu bringen. Aber es wurde in der Vergangenheit schon so viel Vertrauen verspielt, dass es nicht gut ist, die Bürger zu übertölpeln. In der Zwischenzeit ist deutlich geworden, dass die Standortwahl für Würgersen das Ergebnis eines zweijährigen Auswahlprozesses ist, bei dem man sich um objektive Kriterien bemüht hat und schließlich auf Würgersen gekommen ist. Dass das nun genau in einem Dreiländereck einer abgelegenen Provinz weit von den Machtzentren entfernt ist, das lässt zumindest Zweifel erwachsen. Dass in der jetzt ausgeteilten Broschüre aber ausdrücklich gesagt wurde, dass die Entscheidung maßgeblich von dem Bahnanschluss abhängt, lässt allen, die hier vor Ort leben, Fragen aufkommen. Denn jeder, der die Bahnstrecken kennt, der weiß, wie marode zum Teil die Brücken sind oder wie problematisch ein nur eingleisig zu befahrenes Schienenstück für solche Gefahrguttransporte ist. Die kritischen Beobachtungen der Bürger mögen ärgerlich sein für die Planer, aber sie sind wichtig und haben meistens dazu geführt, dass solche heiklen Prozesse sicherer gemacht wurden. Wo so viel Geld auf dem Spiel steht, da lässt man manchmal alle fünfe gerade sein. Und es werden wahrscheinlich nur die betroffenen Bürger sein, die den Finger in wunde Punkte der Planung legen. Passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie behütet.